Ich habe das Gefühl bei einem M2, dass sie den für mich gebaut haben. Das ist genau das, was ich will. Und ich glaube, dass ich da ganz, ganz vielen Menschen aus der Seele spreche. 100%. Weil das genau das ist. Kleines, kompaktes Auto, ja, der ist jetzt ein bisschen schwerer geworden, aber das fühlt sich nicht so an. Ohne Scheiß, die Kiste bockt ohne Ende. Ihr habt es gesehen, 2 Runden direkt am Stück. Aber dafür auch richtig viel mehr Power. Geil, ey. Wie der Koffer angeschoben hat, ist nicht mehr feierlich. So, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben ein neues Video für euch, und zwar mit dem brandneuen BMW M2. Erste Mal, dass ich damit fahre, und dann auf der Nordschleife. Leute, Karte, Schlüssel, kann eigentlich losgehen, aber wir müssen noch einmal das Auto durchtalken. Wir haben ein wunderschönes Coupé. Eigentlich mag ich keine Coupés, aber das da ist mit das einzige Coupé, was ich mag, weil er so schön klein und kompakt ist. Aber das Ding ist, der ist gar nicht so schön klein und kompakt, weil er nämlich die Achsen vom M3 und M4 bekommen hat. Ihr werdet euch sicher schon diverse Sachen angeschaut haben, aber ich habe noch nicht gesehen, dass damit jemand auf der Nordschleife war. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir glauben, das ist eine gute Idee, damit dahin zu fahren. 510 PS hat er nicht, sondern 460, aber natürlich trotzdem 3 Liter Hubraum. Ich meine, was soll ich euch die Daten erzählen? Ihr wisst es selber. Und das einzige Problem, was wir jetzt haben, steht dahinter. Sieht man das schon, Simon? Mhm. Das ist auch ein blaues Auto. Aber Problem weiß ich nicht. Doch, das ist ein Problem, weil wir mit dem gerade schon auf der Schleife waren. Ja. Und jetzt fahren wir mit dem. Leistungsmäßig ist der Unterschied nicht so groß, aber gewichtsmäßig, aeromäßig und performancemäßig wird das wahrscheinlich auch, ich will jetzt nicht sagen einen Abstieg, aber eigentlich doch schon. Preislich aber auch. Preislich dafür aber auch. Weil da stehen 300 Schleifen, so ungefähr. Und das hier, was kostet so ein Auto? 70, 80, 90. 90, so wie er hier steht. 90, wie er da steht, Grundpreis 75. Ja. Sportdifferenzial hat er, Carbondach hat er, Trackpack hat er, er hat alles, was er braucht. Also, wird sehr, sehr interessantes Video, glaube ich. Auch wie das im Vergleich zum GT3 RS so rüberkommt, wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Was wollte ich denn noch sagen? Ich weiß es nicht. Willst du noch irgendwas sagen, Simon? Ich finde, dass das Auto extrem schön aussieht. Ja. Vor allem die Front. Die Front ist mega geil. Also, ich habe gelesen, ne? Hier Lego Front und so weiter und so fort. Ich verstehe es nicht. Wir lieben doch alle Lego. Wir lieben erstens alle Lego und zweitens sieht das ultra geil aus. Wir haben hier keinen Grill mehr quasi, sondern es ist quasi ohne Rahmen. Also rahmenloser Grill, so kann man sagen. Vorne haben wir kein Netz drin. Da haben sich ein paar Leute darüber beschwert, dass da natürlich die Steinschläge direkt durchgehen. Aber ich denke mal, BMW M hätte das nicht gemacht, wenn das irgendwie kaputt gehen würde. Und weil du schön gesagt hast, Simon, diese Ansicht hier von der Seite, lange Haube, dann das kleine tiny Dach, wo 4 Leute mehr oder weniger Platz drin haben und dann das kurze Stummelheck. Es ist einfach nur Zückerchen. Und was noch geil ist, müssen wir einmal hier hinten hingucken. Wenn du dir anguckst, wie die Backen breit sind. Die Backen sind nämlich ultra breit. Und zwar hinten und vorne auch. Das hier, wie weit das rauskommt, geh doch mal bitte in die Totale. Wie das kleine Tiny House da oben drauf sitzt, wie klein das wirklich ist, der Fahrgastraum im Gegensatz zu der Breite von hier bis da. Alter Schwede, das ist nicht mehr normal. Wenn du hinter dem Auto herfährst, du denkst dir, Junge, 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 kann das sein, dass das ein M2 ist? Ja, und das gleiche an meiner Vorderachse. Es sieht so aus, als wenn die Achsen quasi so da waren und man hat das Auto da so drauf so drauf geklebt, so. Das ist ultra geil. Ganz krass sieht man das hier, finde ich. Dieser Knick sieht total strange aus. Der Abstand hier von der Tür bis zur Backe, Junge, das sind keine 20 cm, aber 5 oder 6. Ultra geil. Breiter Koffer, geile Optik. Und jetzt gucken wir, wie er fährt. Jalla, einsteigen, Simon. Let's go. Und auch sehr schön, die Sitze natürlich, ne? Aber Sitze sind mega.
neue M2 auf der Nordschleife. Leute das schon gemacht haben, die noch nicht bei BMW gearbeitet haben? Nicht so viele, ne? Hast du nicht gesagt, dass es kein Video gibt? Ich weiß nicht, ich habe nur kurz auf YouTube geguckt und ich habe nichts gefunden. Okay. Aber ich habe jetzt auch nicht lang geguckt. Ja, ist aber auch egal, guck mal hier. Carspotter lieben uns auch schon. Ja. Die Leute also, gucken schon. Ja, ja, krass. Ja. Ich meine, die Farbe tut natürlich ihr Übriges. Und M2 ist halt auch ist das halt, Ringauto. Ist einfach ein Publikumsauto, ne? Boxen Mahlzeit! Stop. Mahlzeit! Ja, danke. Tö! Also es fühlt sich auf jeden Fall nicht falsch an. Weil die Sitze ist halt sofort Rennsport, ne? Also einfach mega Sportwagen. Oh Junge, ich hab Bock. Dritter Gang mal rausbeschleunigen. Ganganzeige im Head-Up-Display. Super geil. Der schiebt auch echt krass. Ey, schiebt böse an. Das ist ein M2, Junge. Jetzt 220 drauf. Ziehen wir lieber zurück, weiß ich nicht, was er macht. Der guckt auch nicht in den Spiegel. Sein Astra, also er bleibt zwar rechts, aber ja. Weiß halt nie, was der Astra kann, ne? Kriegt er die Kurve oder kriegt er sie nicht? Alter, das ist schon schnell, ne? Das ist sehr schnell. Boah, der hat richtig Druck. Richtig Druck, Digga. Also es ist halt im Gegensatz zum GT3 RS einfach wirklich ein gemütliches Auto, sage ich jetzt mal so. Aber er schiebt böse an und ist jetzt auch nicht, also ist jetzt kein weiches Auto, ne? Nee. Aber die Downforce. Na, wo ist meine Downforce hin? Aber ist halt viel verspielter, ne? Ja, ja, ja. Also er schwimmt und springt und macht und tut und, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam. Bremse hackt richtig schön rein. Dynamic Mode erlaubt so ganz leichtes Rutschen, wo manchmal so ho, 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 aber dann fängt er dich wieder ein. Super geil. Schon sehr schnell. Sehr, 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 sehr schnell, Junge. Ja, wie wir auf die zugeflogen sind gerade. Alter! Krass. Ja, und ich bin nur gerollt. Ja, ja. Wandelautomatik nee. An. Es fühlt sich wie ein Doppelkuppler an. Aber auch hier mit 180 durch ist jetzt auch nicht so langsam, ne? Wie hat der denn seinen Flügel befestigt? Ging nicht anders, weil zu viel Downforce. Der knattert laut, aber er fährt nicht schnell. Serienauspuff. Das ist schon auch geil hier. Ganz ehrlich. Also viel mehr Bewegung im Auto, ne? Es rollt ja. Und es, beim Bremsen taucht der ein und so. Das hat der GT3 RS alles nicht gemacht. Aber dafür, was das für ein Auto ist, jo, Diggi, schön ausgeslidet. Dafür, dass das ein komplettes Serienauto ist, ne? Fährt ja. Der richtig böse schnell. Ja, ja, ja. Ui, ja, ja, hat ja, der ja. Auch richtig böse Leistung. Also eins kann man ihm nicht nachsagen, dass er zu wenig Leistung hat. Also ganz im Gegenteil, ich finde, das fühlt sich sehr, sehr kräftig an. Findest du... Was? Findest du, man spürt das Gewicht? Bei ja, M2 ist ja schon ja, gewachsen. Ja, du spürst das Gewicht schon, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie jetzt so, okay, nee, das ist jetzt hier eine schwere Gurke. Ja. Ja, merkst du ja, also ich meine, das ist ja alles sehr, sehr lebendig. Kannst ihn schön positionieren. Auch hier, sage ich jetzt mal, mit 160 rausgekommen. Ah, okay, die Reifen werden langsam warm. Gar nicht geschaut, was wir drauf haben, ne? Jo, das ist auch eine coole Idee. Der Fahrer hat einen Helm auf, die Beifahrerin nicht. Und erstmal offen fahren. Thank you.
merkst das, ne, was wir hier alles überholen, ja, mit welcher Leichtigkeit. Ja. Das ist schon wir brutal. Richtig vorbei. Sehr schön jetzt mit der Sonne. Schön, dass du Zeit hast, dir die Landschaft anzugucken. Ja, gehört doch auch dazu. Ja, das gehört auch dazu. Das gehört wirklich dazu, weil das ist halt die schönste Rennstrecke der Welt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht erwartet, dass das Auto so gut liegt. Jetzt gerade spürst du es auch krass. Traktion gut. Ja, das ist jetzt schon Fliegen hier, ne? Das ist sehr Fliegen. Krass. 220. Also im GT3, es hatten wir hier 230 drauf, ne? Ja. Hast du gesagt? Ja. Jetzt passiert was, Junge. E46 M3 vor uns in, wie heißt die Farbe? Ich habe keine Ahnung. Senfgelb. Ja. Mit exakt diesem Auto habe ich hier mal ein Nordschleifentraining gemacht. Bin ich in 2 Tagen 700 Kilometer mit genau diesem Auto gefahren. Auf der Schleife? Der Lackierung auf der Schleife. Geil. Wie viele Reifensätze? Ich glaube einer. Okay. Jetzt werden wir leider ausgebremst. Also ganz ehrlich, für ein Serienauto, also nicht nur für ein Serienauto, auch sonst, das macht richtig Bock hier. Also, ihr könnt mich jetzt für bekloppt halten, ne? Aber so vom Grundsetup her, wie das Auto sich verhält, ist er dem GT3 RS nicht fern. Er macht alles. Hast du mich gesehen, ja? Er macht alles exakt genauso. Der liegt echt richtig gut. Und auch die Bremse hat noch gar nichts gesagt. Ja. Da haben wir jetzt ein bisschen untersteuern hier. Dacia Logi. Lodgy. Die hat's richtig gefeiert. Geil. Ja, jeder darf auf die Schleife. Ja. Das ist so das geil. Das macht auch mit dem Dacia Bock. Voll. Aber mit dem hier macht's mehr Bock. Ja. Wer hat's gedacht? Also es ist wirklich... Fahren wir noch eine zweite, oder? Ja, auf jeden Fall. Pflicht. Motor stiert nach vorne. Das hätte ich in der Form wirklich nicht erwartet. Dass der so angas, hätte ich nicht erwartet. Und die Bremse hat gar nicht gemuckt. Also ja, wenn ihr jetzt Trackdays fahren wollt, sage ich mal so, dann wird es wahrscheinlich hart werden. Aber jetzt so bei dieser Touristenfahrt, die schon flott war, ihr habt gesehen, wie viele Autos wir überholt haben, hat die Bremse gar nichts gemacht. Also finde ich jetzt nicht weniger unterhaltsam. Also nee. Natürlich nicht im Ansatz so schnell, aber dadurch, dass es, ne, das Auto macht viel mehr Bewegung, tanzt viel mehr und macht und tut, aber ist immer dabei, so dich wieder schön einzufangen. Wenn er sich dann setzt er sich, hat sofort Grip und du rutschst eben nicht durch die Gegend, sondern das ist einfach ein sehr, sehr lebendiges Fahrverhalten. Das bockt richtig. Was sagst du zur MDM? Genau, MDM richtig, super. Oder? Ich habe so 2-3 Mal, an 2-3 Stellen, ja, habe ich gehört, okay, jetzt gibt er nicht ganz die Knete frei, ja, aber genau so wollen wir es ja haben. Ja. Wir wollen ja einfach safe unterwegs sein und hier nichts riskieren. Ja. Falls doch mal, wo noch ein bisschen Feuchtigkeit ist. Ja, oder du musst plötzlich bremsen. Ja. Ich meine, dann gehen sowieso wieder alle Systeme voll an, wenn du bremst. Ja. Aber trotzdem, das ist halt einfach, wenn irgendeine komische Situation ist, vor dir ist jemand, plötzlich du kommst über die Kuppe und da ist jemand, dann musst du halt reagieren können und darfst halt nicht gefährlich werden, ja, sag ich mal so. Und da ist MDM einfach das Geilste, weil er lässt sich fliegen. Also das war jetzt in keinem Fall so, dass ich gedacht habe, boah, nee, das bremst mich zu sehr ein. Ja, dann ist geil. Was los, bist du müde? Nee. Nee? Wieso? Weil du so ruhig bist. Ich genieße.
Der hat so ein Stäbchen gehabt, um die Karte da dran zu halten. Na gut, wenn du natürlich festgeballert bist mit deinen 6-Punkt-Gurten, dann kommst du hier nicht mehr so raus. Kann ich? Ja. Also was ich krass finde, ist die Leistung, wie der drückt. Alter. Einiges los hier. Ja, es ist richtig geiles Wetter. Nicht zu warm. Überholprestige hat er auch. Hat er das auch. Wirklich machen alle sehr, sehr feinen Platz. Sehr diszipliniert hier heute. Und wir folgen einem GT4. Nicht nur. Ja, wir überholen ihn gleich. Und der fährt jetzt auch nicht gemütlich. Es ist aber auch so geil, wenn er so ein bisschen rauskommt. Und dann, aber der kriegt schnell wieder Grip. Ne? Ja, du gehst einmal, der kommt so leicht in den Slide und dann gehst du einmal ganz kurz vom Gas und dann hat er sich sofort wieder gefangen. Aber sowas macht auch richtig Bock. Weil klar, das ist nicht so schnell, wie wenn du mit dem GT3 RS komplett durchfliegst. Aber es fühlt sich einfach geil an. Ja, weil es, es rutscht mehr, es ist mehr Musik in der Bude. Ja. Und das ist natürlich auch viel, viel unterhaltsamer. Ja. What are you doing? Driving in the middle of the road. Ja. Hat auch seine kleinen Seitenspoiler beide ausgeklappt. Computerspiel. Ja. Nur geiler. Ey, der Schub. Der Schub, die Traktion, du gehst aus der Kurve raus und wirklich, du hast kein Problem. Ja. Das ist aber schon, hat sich schon verändert, oder? Was meinst du? Vorgänger? Ja. Also ich meine, das ist jetzt ein richtig großes Auto geworden. Ja. Und ich meine, es gibt so viele M2-Umbauten auf dem Ring, dass alles zu spät ist. Ja. Das werden sie sehr wahrscheinlich auch mit dem hier machen, mhm. Weil es einfach ein geiles Auto ist. Sehr schön gesagt, weil es einfach ein geiles Auto ist. Ja, mir fällt jetzt gerade auch nicht mehr ein. So. Stimmt doch. M immer gut. Das hätte ich definitiv nicht erwartet. Dass das Auto so viel Spaß macht. Und so schnell und trotzdem so sicher ist. Und das, wir beide kommen gerade zur Info aus einem GT3 RS 992. Uiuiui. Eieiei, das war so ein typischer MDM-Moment, wo du sagst, thank God habe ich das Ding angelassen. Weil hier kurz vor Exmühle links die Ecke und da kurz ein Quersteher bei, I don't know, 140, 50, 60, ich weiß es nicht, keine Zeit auf den Tacho zu gucken. Dafür brauchst du MDM, damit da nichts passiert. Ja. Krass. Das ist ein bisschen was anderes als beim Multipler, ne? Ja, leicht. Alter. Unfassbar.
Wir haben schon wieder 200 drauf, obwohl wir da, ne? Ja, bremsen mussten. Und auch voll. Verdammte Scheiße. Das Vertrauen ist auch da voll, ja, ne? Volles Programm. Mega geil. Extra die Anhängerkupplung noch mal rausgeholt für den Ring. Geil, geil, geil. Das ist eine 3 hinter uns, jetzt sehe ich das erst. Der wird sich auch denken, Junge, was ist da los? Ja. Ich dachte, ich habe den Dicken. Ich dachte, ich habe den Dickeren. Hat er uns auch ernst vor uns? Oh, Junge. Alter. Alter, der gibt Knete. Und das im Pulli, ne? Ja, ich glaube, er hat nur einen drüber gezogen. Ja, okay. Wegen der Optik. Ja, ja, stimmt. Wichtig auf dem Ring. GT3? Das ist ein GT3, ja. Wir bleiben oder holen ihn ein. Und der fährt auch nicht die Sonntagsfahrt. Not your average Sonntagsfahrt. No. Den müssen wir jetzt leider den M3 müssen wir vorbeilassen. Ist eh gelb. Er will nicht vorbei. Achso, ist gelb. Ja. Immer noch? Das ist eine S. Oha. Nee, MR. MR. GT3 MR. Ja, das ist irgendwie ein Fehler von der Lampe, glaube ich. Was für ein geiler Ofen ist das? Also ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Funken weniger Spaß gehabt. Das war anderer Spaß. Ja, ganz andere. Also GT3 RS war halt volle Konzentrationsnummer. 100% alles geben. Ja, aber fahr vorbei, Schatzi. 100% alles geben. Und das hier ist halt 100% spielen. Ja. Und trotzdem sackschnell. Trotzdem sackschnell, genau. Du kannst ihn auch in die Kurve reinbremsen. Ja, richtig. Das ist brutal. Auf der Bremse und das Ding bleibt trotzdem neutral. Trotzdem voll neutral, ja. Alter, also. Wer das abgestimmt hat, ne? Der ist schon mal Auto gefahren. Der kann das. Kann sogar sein, dass ich denjenigen kenne. Schöne Grüße. Geiles Auto gemacht. GT3 MR. Krass. Richtig geil. Und richtig schnell. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr zufrieden, weil das wirklich geil war. Also das hier ist ein Auto zum Spielen wirklich vor dem Herrn. Das macht so einen Bock. Und er ist lebendig, er rutscht, er slidet in MDM. Kannst du damit spielen und er fängt dich trotzdem ein, ohne dass er dir den Spaß abwirkt. Mega geil gemacht. Sensationelles Fahrwerk. Und wir sind jetzt ganz normal Stock gefahren, haben jetzt 3 bar auf allen 4 Reifen. 100 Grad Reifentemperatur vorne, 83 Grad hinten. Vollkommen übertrieben. Müssen wir jetzt natürlich ablassen, den Luftdruck brauchen wir aber nicht. Weil wir haben unseren Spaß gehabt, wir sind heile wieder runter. Ja. Alter, das bockt so, das Gerät. Ultra geil, ultra viel Schub. Blick. Ja, das ist auch krass. Ja. Wie viel Schub der hat, ist wirklich krank. M2, das ist der Einstieg in die M-Welt. Das ist der Einstieg, ne? Und das ist kein Competition. Junge, das ist ein richtig böses Baby hier. Sollen wir mal gucken. Wir haben ihn männlich an der Shell getankt. Und Werte ab tanken sind 32 Liter. Das ist vollkommen okay, Leute. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja. Also, der Alfred, ne, der lacht über so einen Verbrauch. Geiles Video. 100 Muss Liter in einer Stunde oder sowas hat er gesagt, ne? Glaub sogar noch mehr. 1,7 Liter auf den Kilometer. Sehr viel mehr, als wir gerade verbrannt haben, ja, auf jeden Fall. Könnte man fast sagen, wir haben hier Sprit gespart. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Macht euch einen schönen Sonntag, einen schönen Montag, einen schönen Dienstag, einen schönen Mittwoch, einen schönen Donnerstag, einen schönen Freitag, einen schönen Samstag oder halt eben einen schönen Sonntag. Wie gesagt, schlaft schön.
Schönes Aufstehen, schönes Arbeiten. Viel Spaß in der Mittagspause oder nach der Mittagspause. Fröhliches Weiterarbeiten. Wir haben euch sehr, sehr lieb. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Matze und Simon am Limit. Absoluten Limit. Am absoluten Limit.